Sind Sie schon auf Wikisana? Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder bei uns sind im Format Naturmedizin. Wir haben heute ein wichtiges, ein essentielles Thema. Wir haben die Füße zum Thema auf unseren Füßen. Gehen wir, stehen wir, bewegen wir uns. Wir kommen ohne unsere Füße ja eigentlich nicht vorwärts. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir gegen Fußfehlstellungen vorgehen können oder beziehungsweise was wir Gutes für unsere Füße tun können, um diese Fußfehlstellungen zu beseitigen. Bleiben Sie in diesem Gespräch, bleiben Sie dran, wir starten gleich. Lieber Karl Müller, schön, dass du da bist, vielen herzlichen Dank. Diplom-Ingenieur und Bewegungswissenschaftler. Ich habe von dir schon ganz viel gelernt über den Bewegungsapparat und freue mich, dass du wieder da bist und heute uns etwas erzählst zu Plattfüßen oder Fußfehlstellungen im Allgemeinen, wie sie entstehen und wie man sie im Idealfall auch beseitigen kann oder vielleicht sogar eben schon vorbeugen kann. Wo oder beziehungsweise wie entstehen denn Plattfüße überhaupt? Ich bin nicht betroffen, deswegen kann ich nicht mitreden. Gott sei Dank bist du nicht betroffen. Gott sei Dank, das stimmt. Genau, weil Plattfüße, wenn man Plattfüße hat, ist sehr unangenehm, vor allem beim Stehen. Man kann nicht länger stehen, die Füße tun dann weh. Und du hast gefragt, woher die kommen. Ja. Die meisten Kleinkinder oder praktisch alle Kleinkinder, die haben Plattfüße. Aha. Also der Mensch kommt eigentlich mit Plattfüßen zur Welt. Okay. Und stimmt, wenn man sich so einen Fuß, so einen Babyfuß anschaut. Ja, die sind ziemlich platt, wenn sie dann stehen auch. Ein Plattfuß ist ja einerseits ein Knickfuß, das heißt, der Fuß knickt nach innen, und ein Senkfuß. Jawohl. Und die Kombination von Knickfuß und Senkfuß ist ein Plattfuß. Und die meist, also nennt man Plattfuß und fachlich Knicksenkfuß. Der Fuß entwickelt sich im Laufe der ersten paar Jahre zu einem normalen Fuß. Mhm. Als normal bezeichnet man den Fuß, wenn er so eine Wölbung hat. Es gibt dann übrigens auch zu viel Wölbung. Das heißt dann Hohlfuß. Mhm. Der ist dann zu, beim Hohlfuß, wenn man nasse Füße hat im Sommer und auf den Boden tritt, auf den trockenen Boden, dann hat der Hohlfuß nur vorne den Vorfuß abgedruckt und die Ferse. Und dazwischen gar nichts. Also dann in der Mitte liegt nichts auf quasi. An der Mitte liegt nichts auf. Ja. Und ein normaler Fuß ist dann, wenn so außen, außen gibt es so eine Verbindungslinie zwischen der Ferse und dem Vorfuß. Mhm, jawohl. Und beim Plattfuß ist eigentlich ein Fleck, ist alles unten. Ja, okay. Und entstehen tut der, sollte der Fuß in den ersten 5, 6 Jahren. Mhm. Und wenn er dann immer noch Plattfuß ist, dann bleibt er meistens Plattfuß. Aber wodurch kommt das? Ne? Also ist das ein natürliches Entstehen zur Fußform, wie er gesund wäre? Oder durch die was Bewegung, läuft da falsch? Durch die Aktivierung der Muskulatur. Mhm. Wenn man ja das Skelett stellt, fast alle Menschen haben ja schon mal ein Skelett gesehen, irgendwo in der Physiotherapie, beim Arzt. Da hängen ja alle Muskeln einfach, alle Knochen nur so. Stimmt. Da gibt's ein Skelett hat keinen Plattfuß oder Normalfuß oder Hohlfuß, sondern das hängt Gliedmaßen, einfach alles. Die Knochen, die hängen, die sind da verbunden so mit so Drähtchen, weil die Bänder-Muskel-Sehnenapparat fehlt. Mhm. Beim Skelett und die Form des Fußes ergibt sich durch Bänder, Muskeln und Sehnen. Ich frage deswegen so
dumm oder so naiv, wie entsteht es oder wie können wir dafür sorgen, dass dann das Kind oder das Kind einen normalen Fuß entwickelt, mit dem er dann auch zeitlebens möglichst gut gehen kann. Was können Eltern eben beachten für ihre Kinder, damit das sich gut entwickelt? Ja, barfuß gehen. Nur barfuß gehen auf hartem Boden ist gar nicht gut. Ja. Ich habe ja selbst 11 Großkinder und habe 7 Kinder aufgezogen. Darum weiß ich ein bisschen aus eigener Erfahrung auch etwas über die Fußbekleidung der Kinder. Stiefel zum Beispiel sollte man nicht zu häufig, wenn es nass ist, im Gras und so, ja, aber nicht zu häufig Stiefel, weil das verhindert die Bewegung des Fußgelenks. Mhm. Und der Unterschenkel, also die Wadenmuskulatur und die Schienbeinmuskulatur, die bewegt ja das Fußgelenk und damit den Fuß. Mhm. Und das macht auch, das kräftigt auch die Füße. Mhm. Nicht nur das, aber das Gehen in der Natur, barfuß in der Natur, wäre eigentlich das Beste für die Kinder. Man sollte wirklich darauf schauen, oder barfuß auf einem dicken Teppich, wo die Füße richtig arbeiten können. Mhm. Weil das Arbeiten der Füße ist das Training der Füße und das kreiert dann eben auch den gesunden, natürlichen Fuß. Okay. Wenn es jetzt dann eben zu diesem Blattfuß gekommen ist oder es beim Blattfuß bleibt, wenn du sagst, Kinder oder haben den Blattfuß zunächst, wenn es dabei bleibt, ich gehe davon aus, es ist mit Schmerzen auch verbunden? Es ist meistens nicht mit Schmerzen verbunden, an den Füßen, nur wenn man länger steht, also wenn man erwachsen ist. Aha. Und Blattfüße hat, dann ist das Hauptsymptom eigentlich, dass man nicht lange stehen kann. Man bekommt schwere Füße, die Fußsohle tut weh. Es kann dann später auch ausarten in Plantarfasziitis. Das ist Entzündung der Plantarfaszie, Fersensporn und solche Sachen entstehen nicht nur bei Blattfüßen, aber bei Blattfüßen halt tendenziell mehr. Das Hauptproblem in Form von Schmerzen sind schmerzhafte Füße, einfach vom langen Stehen. Aber es hat Folgeprobleme. Wer Blattfüße hat, hat in den allermeisten Fällen im Alter X-Beine. Also Blattfüße sind ja Knicksenkfüße, die knicken nach innen. Und wenn die Füße nicht diese Federwirkung haben, die Füße sind ja diese Fußhöhle, das Längsgewölbe, man spricht vom Längsgewölbe, auf dem ja das Bein steht, oder? Mhm. Das Längsgewölbe sollte so wie eine Brücke sein, das Bein steht drauf und dann auf diesem, dynamisch beim Gehen, steht der Fuß stehen die Beine drauf und dann richtet sich auch die Beinachse immer nach dieser dynamischen Bewegung der Füße aus und bleibt auch, die Beinachse bleibt dann das Leben lang gerade. Gerade heißt die Verbindung von Hüftgelenk zum Sprunggelenk, das ist das Gelenk im Fuß unten, geht, wenn man da eine Linie zieht, dann geht die Mitte des Kniegelenks genau durch diese Linie durch. Wenn das Kniegelenk innerhalb dieser Linie ist, dann spricht man von X-Beinen. Wenn es außerhalb dieser Linie ist, dann spricht man von O-Beinen. Und ob die Beinachse gerade ist, physiologisch heißt von der Natur aus gesehen richtig oder optimal, dann ist das Zentrum des Kniegelenks genau auf dieser Linie, Hüftgelenk, Sprunggelenk. Und wenn die Füße eben ständig, das ganze Leben lang nach innen knicken, dann knicken eben auch die Knie nach innen. Und das ist suboptimal, weil dann gibt's dann eine Überbelastung des Außenmeniskus bei X-Beinen und halt Gonarthrose, das ist
Arthrose im Kniebereich, vor allem auf der Außenseite. Wobei die Arthrose nicht das große Problem ist, ist einfach die Überlastung der Menisken. Das sind so Scheiben, die hat man innen und außen am Knie oder respektive rundherum. Man spricht dann aber von Außenmeniskus und Innenmeniskus. Die werden überlastet, wenn die Beinachse nicht gerade ist. Und das hängt im Wesentlichen von den Füßen ab, von der Gesundheit der Füße. Und dieses Längsgewölbe ist wie bei einer Brücke. Jede Brücke hat ja ein Gewölbe. Weil wenn die Brücke, wenn man oben drüber geht, dann drückt das nach außen und die Brücke fällt nicht zusammen. Wenn die Brücke schon zusammengefallen ist, dann ist das auch viel schwächer als, oder eine Brücke, die einen Bogen hat, ist viel stärker als eine, die keinen Bogen hat, die mag weniger Last tragen. Ja. Und die ganzen Lasten gehen dann in die Knie, in die Hüfte, da gibt es Schonhaltungen, beugt sich nach vorn. Das hängt alles mit den Füßen zusammen. Ja, man kann sich's alleine schon, wie du jetzt bildhaft erklärt hast, eben O-Beine und X-Beine, das ist ja schon logisch, da fehlt ein ganz enormer Anteil an Stabilität im Bewegungssystem, ne, in den unteren Extremitäten. Und irgendwo muss das ja kompensiert werden. Klar. Genau, weil ob die Beine nach innen knicken oder nach außen, das ist auch wieder eine Frage der Muskulatur. Der Neuromyofaszien eigentlich. Das ist die Ansteuerung inklusive der Ansteuerung der Muskulatur. Und wenn man Balance-Training macht zum Beispiel, dann kann man auch die Beinachse wieder korrigieren. Mit Balance-Training kann man auch die Füße. Also ich erlebe das immer wieder, dass Kunden von uns, dass die nach einem Jahr einen völlig normalen Fuß haben. Hatten Blattfüße, nach einem Jahr ist der Fuß völlig normal. Und kaum beginnt man mit diesem elastisch federnden Gehen, kann man auch schon viel, viel länger stehen. Und mit der Zeit, so wenn man das 8 Stunden pro Tag, jeden Tag macht, in einem Jahr, werden die Blattfüße zu ganz normalen physiologischen Füßen. Und auch eben die Beinstellung kann sich wieder regulieren? Also auch X, die Beinstellung. Logischerweise. O-Beine, X-Beine reguliert sich dann automatisch mit der Regulierung der Füße. Ich habe etwas mitgebracht, wo man mal sehen kann, wie sich oder was passiert, wenn sich die Füße so abrollend, elastisch federnd bewegen. Und das halt 20.000 Schritte pro oder 10.000 Schritte pro Tag, 5.000 Schritte pro Tag, dann macht das eben ein enormes Training der Füße aus. Dann werfen wir doch mal einen Blick da rein, was du mitgebracht hast. Genau, okay. Also man sieht die Füße jetzt auf einem elastisch federnden Boden. So würden sie sich eigentlich bewegen, auch in der Natur auf Rasen, auf weichem Rasen. Wenn es harte Steine hat, dann rollt man natürlich nicht so ab, dann geht man eher nach vorn. Aber die angenehmste und auch die beste Bewegung für die Füße ist das Abrollen auf weich elastischem Boden. Moos, Rasen, Wiese. Dann geht man etwa so und man kann sich vorstellen, dass da die ganze Fußmuskulatur. Ja, absolut. Wir haben ja an den Füßen etwa über 30 Muskeln, je nachdem, was man zählt, sind mehr als 30 Muskeln. Okay. Und über 30 feine Knochen. Es gibt ja da die Zehenknochen, Mittelfußknochen, am Fersenbein, oberes Sprunggelenk, unteres Sprunggelenk. Der Fuß ist hoch beweglich und elastisch. Der will sich elastisch federnd bewegen. Und wenn man halt auf flachem, harten Boden in Schuhen geht, die vielleicht sogar noch einen Absatz haben. Diese Schuhe sind jetzt suboptimal, die sind zwar sehr schön, aber wenn du das nicht immer machst, mache ich nicht immer. Man muss ja auch nicht immer so gehen. Ja. Aber zwischendrin, oder es geht einfach, das Training geht schneller, je häufiger man so geht. Und unsere Schuhe sind ja so gebaut, dass man
eine dicke Sohle hat. Ja, und also wir sprechen von den Schuhen, die du mitentwickelt hast, ne? Genau. Die habe ich entwickelt, genau. Mhm, ja. Genau. Da geht der Fuß eben, innen drin ist genau dieses Material. Mhm. In der Sohle drin ist genau dieses weich elastisch federnde Material. Dann sinkt der Fuß so tief ein und kämpft sich da durch dieses Material hindurch, wie man hier sieht. Wobei der Kampf ist relativ, weil das zurückfedert. Also es ist sehr, sehr angenehm. Es ist genauso angenehm, wie man es hier sieht. Aber wichtiger als angenehm ist natürlich noch, dass es einen Effekt hat, dass es einen Muskeltrainingseffekt hat und eben aus einem Plattfuß einen physiologischen, normalen Fuß bilden kann und dann auch die Beinachse ausrichten. Ja. Und noch einiges mehr. Es dämpft natürlich auch, ja. Es aktiviert die Muskelspannung, es aktiviert die kleinen Muskeln, erhöht die Körperspannung und die Körperspannung wiederum generiert dann so wie ein Stoßdämpfer für die Gelenke. Man kann sich vorstellen, Fußgelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke, das wirkt wie ein Stoßdämpfer. Ja, die Sohle ist aber überall gleich oder gibt es unterschiedliche Zonen, dass man sagt, an einer Stelle ist das Material, die Sohle vielleicht eben entsprechend härter und an anderen Stellen weniger. Also ich gehe davon aus, es ist durchgehend. Die Härte ist die gleiche, respektive genau. Man kann ja nicht von Härte reden, wenn das so weich genau, elastisch ist. Genau, das ist ja die Idee. Aber diese Trampolinwirkung ist überall die gleiche, aber die Sohle verjüngt sich nach vorn. Das muss so sein. Mhm. Wäre die vorne gleich dick wie hinten, dann würde man hängen bleiben. Das geht gar nicht. Ah ja, okay. Also ein Schuh hat immer eine sogenannte Sprengung. Vorne geht der Schuh immer so ein bisschen nach vorn, damit man nicht am Teppich und überall, man würde überall hängen bleiben. Ja, es wird vorne dünner und das macht auch Sinn. Ja. Weil die Oberfläche des Fersens, die ist hinten am kleinsten, hinten hat man den größten Druck. Mhm. Vorne ist der Fuß ja breit und da braucht es viel weniger Dicke, damit man den gleichen Oberflächendruck bekommt. Also man hat, das ist so gerechnet, man hat auf dem ganzen Fuß den gleichen Oberflächendruck. Ja, also was ich verstanden habe von euren Schuhen ist, dass man dieses natürliche oder das Gehen auf natürlichem Untergrund, wie eben Wiese oder Moos, Boden oder wie auch immer, imitiert und zu dem Zweck, dass die Physiologie eben einfach wirklich alle Muskeln, die sie hat und Bänder und was alles zu dem Bewegungsapparat dazugehört, dass das auch benutzt wird, weil unser Körper ist ja so ein Energiesparinstrument, das ja, genau. Nicht benutzt wird, das zieht sich zurück. Ich merke es jetzt, ich habe eine Handgelenksfraktur gehabt im November und merke jetzt eben Gips und Stillhalten für über Wochen, wie verkümmert das alles ist nach wenigen Wochen und wie anspruchsvoll es jetzt ist, das Ganze wieder in Bewegung zu bringen. Genau, es verklebt. Ja. Die Faszien verkleben, wenn man sie nicht benutzt. Ja. Und du hast das gut gesagt, oder? Wenn der Körper hat so wie ein Bequemlichkeitsprinzip, der sucht einen Weg des geringsten. Ja, Energiesparen. Energiesparen, ja. Weil Energie muss er ja wahrscheinlich auch. Wird in Hülle und Fülle gebraucht den ganzen Tag in unserem Ja, Körper. Genau, für die Verdauung und alles Mögliche. Genau. Genau. Er spart Energie und wenn man mal auf der Straße die Leute beobachtet, der Fuß, weil der Boden überall flach ist, also muss der Boden hart und flach. Mhm, ja. Er könnte hart und uneben sein, das wäre dann für den Fuß schon wieder eine Herausforderung. Aber weil er hart und flach ist, setzt man automatisch einfach einen Fuß vor den anderen. Mhm. Und man geht eigentlich gar nicht mehr aus den Füßen heraus, sondern man geht aus der Hüfte heraus. Das wäre ein anderes Thema. Der menschliche Gang, wie der funktioniert in unserem Breitengraden, wie er funktionieren müsste, damit man keine Rücken-, Hüft-, Knie- und Fußprobleme bekommen würde. Der Fuß, der lässt sich einfach fallen. Es gibt den Heel Strike, nennt man das in der Fachsprache, den ersten Bodenkontakt an der Ferse. Und dann fällt der Fuß nach unten.
Warum fällt der Fuß nach unten? Weil man die Schienbeinmuskulatur nicht groß vorspannt. Man spannt minimal vor, dann gibt's hier einen kleinen Schlag und dann fällt der Fuß nach unten. Und das millionenfach im Laufe des Lebens. 50 Jahre, 50 Millionen Schläge. Und nicht nur Schläge, sondern einfach keine Aktivierung des Fußes. Wie? Er ist zwar nicht in einem Gips wie dein Arm, aber die meisten Muskeln bewegen sich kaum, so wie in einem Gips. Nur im Gips bewegst du ja auch ganz, ganz wenig. Ja. Aber bewegt sich kaum, ja. Und darum entsteht der sogenannte Klappfuß und daraus dann auch der Plattfuß. Hört man das auch, wenn Menschen ja, gehen? Ja, klar. Also ich, ja, klar. Nachbarn mich hörst oder, du nicht. Oder jemand, mich hört man auch nicht. Mhm. Meine Nachbarn sagen immer, oder die unter mir wohnte, die hat immer gesagt, man hört gar nicht, wenn du zu Hause bist. Aber ich höre, also andere Nachbarn höre ich dann und dann denke ich mir, dieser laute Gang, und das ist jetzt genau das, was ich mir so vorstellen kann, wie du das beschrieben hast. Ne? Ja, dann bist du gesegnet mit deinem guten Gang, obwohl du, ja gut, diese Schuhe wirst du nur ab und zu mal tragen, genau, oder? Weil sonst hättest du auch einen Klappfuß und das hört man dann. Ja, nein, ich gehe flach, ich gehe meistens barfuß, ja, ja, genau. Wenn ich zu Hause bin. Ich habe natürlich auch zu Hause einen ebenen Boden, logischerweise, aber auch Teppich und also verschiedene Materialien, auf denen ich gehe. Ja. Barfuß geht man auf flachem Boden normalerweise mit flachem Fuß, aha, außer man hat eben diesen Stechschritt sich angewöhnt, aha, die meisten Menschen. Und dann geht man nach vorn und in den Schuhen dann fällt der Fuß nach unten und dann gibt es diesen Lärm, den man hört. Mhm. Wenn man so geht, hört man nichts. Genau. Also genau. Wer das von sich kennt, dass er so laut geht, da gäbe es schon Handlungsbedarf, oder? Ja. Ja, es gibt halt, weil alle Menschen auf flachen Böden gehen, gibt es bei meisten halt Handlungsbedarf. Ja, jetzt kann man natürlich nicht zu Hause sich in die Wohnung eine Wiese legen oder sowas oder vor sich hertragen eine Wiese, damit man immer so geht, wie es eigentlich gut wäre. Du hast eine Lösung dafür geschaffen, entwickelt, ne? Das sind ja, ganz kurz gesagt, ja, sind sie eigentlich, sind schon Schuhe, weil man oben, ja, den Fuß halten muss. Ja. Aber eigentlich schnallen wir uns das Reisfeld unter die Füße. Ich habe ja 20 Jahre in Südkorea gelebt, habe das die Idee, ja, vom, genau, Reisfeld, mhm, her, weil ich, mhm, vom Fußball her viele Probleme hatte und habe gemerkt, wenn ich im Reisfeld gehe, dann Achillessehnenprobleme, Rückenschmerzen, Knieschmerzen lösen sich in Minuten Bereich in nichts auf. Und da hatte ich dann die Idee, eigentlich dieses Reisfeld mir unter die Füße zu schnallen. Mhm. Jetzt ist das natürlich kein Reisfeld, aber es ist ein weich elastisch federndes Material. Eine Imitation. Genau. Mhm, genau. Genau. Und gibt's schon wie lange? Also meine erste Idee, ich habe vor 25 Jahren begonnen. Mhm. 1998, vor 25 Jahren. Und diese zweite Version gibt's, die wir in der Schweiz produzieren, gibt's seit 14 Jahren. Okay. Mhm. Und ist natürlich dann auch schon vielfach erprobt, ne, bei vielen Kunden, oder? Wir haben insgesamt etwa 30 Millionen Kunden. Wow. Und Feedbacks entsprechend gut wahrscheinlich? Sonst würde ich es nicht machen. Wenn, ja, und das wächst und spricht sich herum. Aha. Wenn man mit dem mal beginnt, dann ist die Gefahr, die Suchtgefahr ist, ja, ist da. Ja. Also es gibt ja viele, die für Fußprobleme Lösungen anbieten oder kreieren. Also ich habe, bevor ich dann von euren oder von diesen Schuhen gehört habe, habe ich eben eigentlich nur Lösungen gefunden, die irgendwo den Fuß stützen oder stoßdämpfen oder sonst was. Aber dadurch lernt der Fuß ja nichts dazu, ne? Ja, er wird in seiner Schonhaltung unterstützt, oder wie? Die Hauptlösung bei Plattfüßen sind ja stützende Einlagen. Ja, genau. Und das hilft im Moment vor allem ja, für die Plattfüße zum langen Stehen hilft es nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn jemand wegen den Plattfüßen Hüft- oder Knieschmerzen hat, mhm, dann nützt es oft vorübergehend. Mhm. Aber langfristig ist es noch schlechter, weil das ist wie ein Gips.
Also man stützt eben, die Muskulatur, und je mehr ich von außen etwas stütze, desto mehr kann sich die Muskulatur passiv, also noch passiver verhalten, desto weniger wird sie trainiert, und langfristig ist das gefährlich. In meinen Augen ist das langfristig gefährlich. Mhm. Ja, und ich habe ja auch schon gehört, eben, dass man, wenn der Fuß eine natürliche oder eine gesunde Stellung einnimmt, dass man eben auch Operationen vermeiden kann. Ja, man sollte Operationen sowieso vermeiden. Klar. Nur braucht man eine Alternative. Ja. Das wäre so ein völlig ein anderes Thema. Ja. Genau, also Operationen sollte man wirklich nur im Notfall machen. Ich denke jetzt an die X- und an die O-Beine, wo wir dann Knieprobleme haben. Wenn es ganz extrem ist, dann gibt es dann, ja, die Möglichkeit, aber auch in extremen Fällen habe ich immer wieder erlebt, dass es funktioniert, wenn man balancierend geht. Mhm. Also wenn man ganz, man muss dann schon in unseren Schuhen ganz bewusst gehen, sonst kann es dann noch, also wenn man einfach so unsere Schuhe trägt und dann stützt gar nichts mehr, man hat vorher vielleicht noch Einlagen gehabt, extreme O-Beine oder extreme X-Beine, dann knickt man noch mehr hinein, da muss man schon mit unseren Schuhen dann wirklich balancierend gehen, ergänzend vielleicht auch noch Trampolin, dann einseitig auf einem Bein Trampolin, damit man die ganze Muskulatur an der ganzen Beinachse inklusive Haltemuskulatur, Stützmuskulatur, dass man die trainiert, und dann kann man die Beinachse wieder hinkriegen. Wenn das zu spät ist, dann gibt es die Möglichkeit, so ein Spickel aus dem Unterschenkel oder Oberschenkel rauszunehmen und die Beinachse zu korrigieren. Wenn man diese Operation macht, dann ist das vielleicht, wenn es ganz, ganz extrem ist, sinnvoll, aber auch dann muss nachher trainiert werden, dann muss nachher balanciert werden, weil sonst kommt das wieder. Mhm. Okay, weil schlussendlich nur die Muskulatur, also der Bänder-, Muskel-, Sehnenapparat, mit seiner Ansteuerung zusammen langfristig eine Beinachse physiologisch aufrechterhalten kann. Okay. Wo findet man denn weitere Informationen dazu, oder wo findet man denn eure Schuhe? Unsere Schuhe findet man in 40 Ländern. Ah, okay. In der Schweiz, in den größeren Städten, in Deutschland auch in den größeren Städten. Und im Internet unter Kybun, K-Y-B-U-N, also wenn man K-Y-B-U-N eintippt, kann man ins Land gehen, 5 Sprachen, inklusive Arabisch, Chinesisch, oder auch Joya, das schreibt man mit J-O-Y-A, oder Kybun Joya oder Kybun oder Joya. Da gibt's auch die Möglichkeit, übrigens, das auszuprobieren. Mhm. Also im Geschäft kann man 1-2 Stunden ausprobieren. Und wenn man nicht überzeugt ist, kann man unverrichteter Dinge wieder gehen. Oder man kann es 2 Wochen mieten für 20 Euro, 30 Franken, sowas. Ah, super. Ja. Mhm. Oder auch im Internet kann man es bestellen und mieten, auch übers Internet. Ihr habt natürlich auch eine Auswahl von verschiedenen Modellen, ne? Also zum Mieten gibt es nicht so viele Modelle zur Auswahl, aber zum Kaufen, auch nicht dann zum Kaufen 150 Modelle oder mehr. Ah, toll, okay. Ja. Gut. Ja, dann glaube ich, haben wir das Thema gut beschrieben, worum es geht und was eine Lösung sein könnte. Ich danke dir jetzt erstmal, dass du dir so viel Gedanken über unseren Bewegungsapparat machst und dass du so tolle Lösungen gefunden hast für schon so viele Kunden. Und da ist sicherlich in vielen Fällen auch schon, ich sage jetzt mal, medizinische Eingriffe umgangen werden konnten. Genau. Und wir haben wieder mal festgestellt, wie wir schon mal festgestellt haben, die Gesundheit des Bewegungsapparates fängt im Fuß an. So ist es. Genau. Okay. Ich danke dir sehr herzlich, dass du bei uns warst, und freue mich auf weitere Gespräche, weil der Bewegungsapparat, der endet ja nicht in der Hüfte, sondern geht ja noch weiter. Und bis zum Scheitel. Ja, bis zum Scheitel, genau. Und alles fängt bei den Füßen an. Genau. Vielen Danke, herzlichen Alexandra. Dank. Schön, dass du da warst, und bis zum nächsten Mal.
Und auch Ihnen sage ich herzlichen Dank, dass Sie neugierig waren, dass Sie bei uns waren und sich für Ihren Bewegungsapparat interessieren. Und wenn Sie betroffen sind, dann wünsche ich Ihnen eine gute, eine gangbare Lösung. Und die haben wir heute versucht wieder zu vermitteln. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und bleiben Sie gesund, bleiben Sie achtsam, bleiben Sie wachsam und bleiben Sie informiert. Bis dann, auf Wiedersehen.